Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shooting Basics mit Rosi. Heute geht's um das Thema Transition. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 5-11 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Hähnel, Mechanics Rear, Special Brands, Helikontext, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Balistol, Schubert und Blackfolio. Transition oder der Waffenwechsel. Wir haben alle gelernt bei Call of Duty, der Wechsel zur Pistole ist immer schneller als Nachladen. Du beweist uns jetzt vielleicht, dass es nicht so ist oder was auch immer, keine Ahnung. Ihr macht jetzt auf jeden Fall Transition von Kurzwaffe zu Langwaffe. Und du erzählst auch, warum und wie und weshalb. Genau. Tim, hört einfach zu. Na, wir machen das dann später. Ich zeige dir, wie ich das mache und dann machst du es später nach. Check, Okay. dann gehen wir raus. Ja. Okay, Transition. Eine Sache noch. Einsatzentfernung Pistole ist 15 Meter international. Kann man jetzt auch wieder überreden, mache ich nicht. 15 Meter, das heißt, wenn ich dichter als 15 Meter bin, wechsle ich sofort auf Pistole. Bin ich weiter als 15 Meter, mache ich sofort mein Sturmgewehr klar. Sollte der Gegner jetzt auf mich zustürmen und ich bin beim Arbeiten, entscheide ich selber, kriege ich die Waffe noch rechtzeitig fertig oder wechsle ich dann auf Pistole. Ich simuliere jetzt mal eine Störung 1. Stand by. 4. So, ihr habt gerade gesehen, meine Art der Transition. Ich habe geschossen, habe jetzt eine Störung 1 gehabt, habe sofort auf Wechsel, auf Pistole gemacht, habe meine letzten beiden Schüsse abgegeben. Umschau gehalten, keine Bedrohung, dann mache ich sofort mein Sturmgewehr klar. Bei mir ist das so, bei meiner Ausrüstung, ich habe hier meine Pistole, das heißt, mein Sturmgewehr wird zur Seite geführt, damit ich hier rankommen kann, im Notfall. Viele Polizisten sagen, ja, ich habe mein Magazin hier und das heißt, die machen das so, dass sie gerade nach unten gehen. Gut, das ist eigentlich alles, mehr ist da gar nicht. Okay. Gut. Ja. Waffe fertig machen, fertig laden. Immer zuerst die Pistole fertig laden, Genau. dann das Gewehr. Entsprechend, wenn man in der Kombination arbeitet, beim Polizisten sowieso Pistole, Primärwaffe. Nee, dann haben wir es. Einfaches, cooles Thema. Es ist auch nicht so wild. Ich muss halt zusehen, dass ich an meine Pistole Ja. komme und im Notfall habe ich meine Pistole, in diesem Ja. Falle im Notfall. Und das heißt, ich muss jetzt an meine Bedienelemente. Das ist in diesem Falle ja nichts weiter als die Pistole und das Ja. Ersatzmagazin. Das muss halt frei sein. Ja. Deswegen entscheide ich, ob die Waffe vorne gewechselt wird oder von der Seite gewechselt wird. Was man vielleicht nochmal ansprechen könnte, wäre, wir haben ja festgestellt, du hast ja den Anschlagpunkt der Sling hier außen gewählt. Da werden wir bei der Ausrüstung auch nochmal drüber sprechen. Wir hatten jetzt auch mal eine Waffe mit dabei, wo der Anschlagpunkt hier war. Ja. Da war das Problem, du kannst sie nicht so schön zur Seite bringen, Genau. sondern du hast das Problem, der Lauf geht hinten nach oben und du Genau. hast irgendwas hinter dir bestrichen Genau. und weißt nicht was. Und wenn die Störung nicht so ist, dass die Waffe vielleicht doch noch schießt, blödes Ding. Also das sollte man auf jeden Fall auch Genau. beachten, wenn du die Waffe nach hinten führst, dass der Lauf immer eine sichere Richtung zeigt. Ja, und ihr habt vielleicht auch gerade gesehen, mich interessiert auch gar nicht, warum die Waffe nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht. Ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Ich schieße ja gerade, weil ich eine Bedrohung habe. Das heißt, ich muss sofort das Feuer an den Mann bringen. Heißt in diesem Falle nicht fragen, warum schießt sie nicht, sondern erstmal schießen, Ja. dann die Waffe zurückbringen, dann kurz identifizieren, warum liegt da? Leer geschossen, Störung 1, 2, 3, 4. Das abarbeiten, aber erst, wenn keine Bedrohung ist. So lange bleibe ich mit meiner Pistole drauf. Perfekt. Gut. Gut, dann haben wir alles gesagt. Gut. Tim, komm rein zum Abmoderation. So, also, dann haben wir das Thema Weapon Transition auch abgeschlossen. Bleibt eigentlich nur noch mein spannend oder das Thema, was ich am spannendsten finde, tatsächlich. Lowlight, Nolight, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das kommt im nächsten Video. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, zur Weapon Transition, zum Waffentransfer zwischen Backup und Hauptwaffe, dann schreibt es in die Kommentare. Schaut bitte auch in die Videobeschreibung, Anfang, Ende des Videos sowieso. Da sind die Sponsoren aufgeführt, die diese Serie uns hier ermöglichen und euch auch dann entsprechend, dass ihr auch was sehen könnt. Die würden sich sehr freuen, wenn ihr sie unterstützt. Und ansonsten sehen wir uns dann, oder sehen uns nicht bei Lowlight und Nolight,
im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helikontext, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.